Dein mangelnder Respekt hat in mir ein Teufel geweckt. Ich will, dass du Bastard es endlich checkst. Ich kam als Gott zur Welt, du hingegen entstandest bei einem One-Night-Stand im Zelt. Denn für Kondome fehlt dir leider das Geld. Also spiel lieber nicht den Held. Komm, sei mal ehrlich zu dir selbst. Wer hat denn diese Missgeburt hier bestellt? Täglich wurde dir diese Frage gestellt. Bekommst ohne dich zu sitzen keine Aufmerksamkeit. Ich schlag dir ins Gesicht, jetzt wird es Zeit für einen Fight. Denn auf Freundlichkeiten habe ich keine Lust und keine Zeit. Das ist der Suizid, der dich von deinem Leiden befreit. Ich hab das Crystal Meth getan. Dann nehme ich jetzt das Mikrofon in die Hand und mache meine Fresse auf und räume Battle-Turniere auf. Denn heute fliegst du aus diesem Battle-Turnier raus. Hey Punk, deinen Kopf zerschmetter ich natürlich an der Hauswand. Rapper wie mich spielen einfach unter all diesen Junks. Nur um meine Leiche gebe ich dir die Hand. Das wirst du niemals verstehen, denn du hast genauso wenig Ehre wie Verstand. Du willst weiterleben, dann halt lieber Abstand und halt endlich den Rand, Punk. Steck dein Kopf lieber in den Sand, sonst fehlt dir gleich auch noch die Hand. Du tust, was ich dir sage, denn du hast Angst um dein Leben. Ja, du solltest dir deine nächsten Schritte überlegen. Warum willst du dich eigentlich nicht ohne Beine fortbewegen? Du hast keine Wahl, ich muss dich nicht überreden. Und jetzt werde ich dein Familie direkt vor deinen Augen zersägen. Nein, meine Feinde werden nicht alt. Liegt es an den Amokläufen oder an der häufigen Gewalt? Ich zieh dich, Bastard, über den Asphalt. Dafür kann ich mir sicher sein, dass du Sachi es auch wirklich schnallst. Denn du bist nicht Hotter, weil du Köpner knallst. Erwarte von mir bitte kein herzliches Beileid. Denn Psychopathen sind bekanntlich etwas gefühlt. Lass diese Seuchen jetzt schon wieder in die Anstalt. Und du bist auch ein Toter, eigentlich